Ja, vielen Dank. Wir haben heute Vormittag mit dem Bundestagspräsidenten und den ersten parlamentarischen Geschäftsführern der Bundestagsfraktionen zusammengesessen und haben uns auf einen Rahmen geeinigt. Dieser Rahmen sieht vor, dass wir in der Haushaltswoche die Einbringung haben werden durch den Bundesfinanzminister. Es steht noch nicht fest, ob das am Dienstag oder Donnerstag sein wird. Jedenfalls in der Haushaltswoche gibt es die Einbringung. Wir haben uns darauf verständigt, dass es in der sitzungsfreien Woche die Anhörung geben wird, sodass ausreichend Zeit ist, auch die Ergebnisse der Anhörung auszuwerten. Und wir haben uns darauf verständigt, dass in der sogenannten Papstwoche, also in der Woche, in der der Papst eine Rede vor dem Deutschen Bundestag am Donnerstag halten wird, es zu der abschließenden Beratung der zweiten und dritten Lesung kommen wird, wobei es noch offen ist und bis Ende dieser Woche geklärt werden soll, ob diese dritte Lesung am Mittwoch, am Donnerstag oder am Freitag stattfinden wird. Ich glaube, dass dieser Rahmen, den wir jetzt zwischen den Fraktionen verabredet haben, ein geordnetes parlamentarisches Verfahren ermöglicht. Die Ausschüsse können sich in der Haushaltswoche schon mit der Vorlage der Bundesregierung befassen. Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir müssen auf der einen Seite sicherstellen, dass es eine vernünftige parlamentarische Beratung gibt. Das ist auch das besondere Interesse der FDP-Bundestagsfraktion. Die Abgeordneten müssen sich bei diesen schwierigen Fragen informieren können. Sie müssen ausreichend Zeit haben zu beraten, auch in den Fraktionen zu beraten, aber auch in den Ausschüssen zu beraten. Und wir haben auf der anderen Seite die Verpflichtung, Entscheidungen auch zeitnah zu treffen. Wir merken im Augenblick, wie nervös die Märkte sind und jede zeitliche Verzögerung führt natürlich zu zusätzlicher Nervosität. Da haben wir die Entscheidung der Regierung bisher als Fraktion noch nicht erhalten. Es gibt aber eine vernünftige Richtung, die nach meiner Auffassung eine bestimmte Entscheidung nahelegt. Nämlich die Ertüchtigung des EFSF ist der erste Schritt. Und das muss geschehen, um dann gegebenenfalls weitere Maßnahmen, wie die, nach denen Sie gefragt haben, dann danach in Brüssel zu beraten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht vernünftig, dass wir zunächst mal mit der Ertüchtigung des EFSF anfangen. Und mein Gefühl ist, dass die Bundesregierung auch entsprechend entscheiden wird. Aber wir haben bisher noch keine Information der Bundesregierung, wie sie das für sich entscheiden. Gut, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche was. Tschüss.